kleiner Tipp vorweg. Bring alles, was wertvoll ist, in Sicherheit. Ja, versteck dein Handy, falls du schon eins hast, unterm Bett. Lass deine Socken nicht aus den Augen, vor allem die nicht. Und iss deine Süßigkeiten auf, alle, am besten gleich. Ach ja, und eins noch, sollte die Familie von Stibitz dich zum Kuchen einladen, lass dir eine Ausrede einfallen. Geh auf keinen Fall hin, hörst du? Besonders nicht, wenn die Oma da ist. Gut, also wenn das geklärt ist, kann's losgehen. Familie von Stibitz und die Ganoven-Omi. Von Anders Sparring und Per Gustafsson. Hörspielbearbeitung Sandra Kunstmann. Musik Jochen Schäfter. Regie Thomas Leutzbach. Wo sind denn meine Socken schon wieder? Hey, wer hat meine Socken stibitzt? Jeden Morgen stellt Ture die gleiche Frage. Dabei hatte er sich zum Geburtstag Socken gewünscht und sie auch bekommen. Ringelsocken. 2 Paar. Aber immer wenn er sie anziehen will, sind sie weg. Das ist nicht lustig. Das sind meine. Hast du unter dem Bett nachgeschaut? Na klar, Papa. Da sind sie aber auch nicht. Da liegt nur der Riesenlolli. Oh, hast du da immer noch was von? Ein bisschen. Aber sag das Ella nicht. Nein. Morgen. Moin, Ella. Hallo. Worüber habt ihr denn gerade gequatscht? Wir? Nix. Über meine Socken. Die sind weg. Hast du sie? Nee. Ella streckt Ture ihre beiden Hände hin, damit er sieht, dass sie keinen einzigen Finger kreuzt. Aber guck doch mal unter den Tisch. Papa, seit wann hast du Ringelsocken? Naja, ich glaube schon immer. Wieso hast du denn nur eine an? Ach, mir war nur an einem Fuß kalt. Und du bist dir sicher, dass das nicht meine ist? Ede kreuzt rasch 2 Finger hinter dem Rücken. Nee, die gehört mir. Guten Morgen. Morgen. Kann ich einen Kaffee haben? Na. Schau mal, Ture, Mama hat auch nur eine Socke an. Dann hast du meine Socken stibitzt. Schnauze, Schnüffler. Und das ist meine Socke, Ture. Da bin ich mir ganz sicher. Sieht aber aus wie meine. Jetzt iss lieber was, anstatt hier jeden Morgen so einen Sockenterror zu machen. Ich mach den nicht, sondern der oder die meine Socken klaut. Willst du auch einen Toast, Ella? Na klar, mit Erdnussbutter, ganz dick. Ah, heiß. Hier, für dich. Danke. Hey, die Erdnussbutter ist alle. Wer hat die denn leer gemacht? Das war ich. Tut mir leid, Ella. Jetzt hör mir mal gut zu, Ture. Das heißt ich nicht. Aber ich war es doch. Das tut doch nichts zur Sache. Es heißt trotzdem ich nicht. Und dabei kreuzt du dann 2 Finger hinter dem Rücken. Guck, Ture, so. Ist ganz einfach. Eben. Das nennt man Lügen. Und das musst du können, wenn du es im Leben zu etwas bringen willst. Ich bringe es mit was anderem zu was im Leben. Was denn? Ich kann zum Beispiel bis 1000 zählen und außerdem kann ich mehrere Worte auf Französisch sagen. Echt? Mhm. Bonjour, au revoir. Schießt mir auch einen Einblick. Was heißt denn das? Guten Tag und auf Wiedersehen. Toll! Und was kannst du noch? Ich kann gut mit Schnüffler raus. Gell, Schnüffler? Ha, das kann ich auch. Aber bei dir bellt er nur. Okay. Noch was? Ich kenne alle Knöpfe an der Waschmaschine, dem Herd und auf der Fernbedienung. Und außerdem helfe ich anderen Leuten. Weißt du noch, als Paul Eisig kürzlich krank war? Da bin ich rüber zu ihm, habe ihm einen Tee gekocht und bin schnell für ihn zum Laden gelaufen, um Hustenbonbons zu kaufen. Okay, toll, das ist eine Menge. Aber lügen kannst du trotzdem nicht. Ja. Ella hat ganz recht. Und deshalb musst du es üben. Echt jetzt? Also ein bisschen solltest du schon können. Nimm dir Beispiel an deiner kleinen Schwester. Die liegt wie eine Große. Mhm. Aufwachen im Namen des Gesetzes. Der schon wieder. Bist du mit der Zeitung durch, Ede? Nee, noch nicht ganz. Also gut, dann fangen wir gleich mit dem Üben an, Ture. Wie? Na, du machst die Tür auf und sagst unserem Nachbarn, dass seine Zeitung nicht hier ist. Ja. Aber das stimmt doch nicht. Papa hat sie genau vor der Nase. Eben. Und vergiss nicht, die Finger zu kreuzen.
aufmachen, habe ich gesagt. Ja, wir kommen. Los, ab zur Türe, Ture. Guten Morgen. Ture, du bist es. Einen wunderschönen guten Morgen. Vor der Tür steht Paul Eisig. Er wohnt im Haus gegenüber, einem sehr ordentlichen Haus, mit ordentlichem Rasen und ordentlichem Zaun. Paul Eisig ist Polizist. Und obwohl es noch sehr früh ist, hat er seine Uniform an. Eine blaue Mütze und eine Jacke in der gleichen Farbe mit einem weißen Schulterriemen, der quer über die Brust verläuft. Sag mal, ich suche meine Zeitung. Hast du sie vielleicht gesehen? Besorgt schaut Paul Eisig Ture an. Er mag den Jungen, weil man sich auf ihn verlassen kann. Und er nicht ständig lügt. Sag mal, geht's dir nicht gut? Du bist ganz bleich, hast du Bauchweh? Vielleicht hast du etwas Ungesundes gegessen. Du isst doch Haferbrei zum Frühstück, der ist gut für den Magen. Ich habe Toast gegessen. Oh, das verklebt. Und ich nehme an, diesen sehr großen und sehr teuren Lolli, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe, den hast du auch ganz aufgegessen. Nein, ich habe noch was davon, unterm Bett. Eiserne Reserve. Verstehe. Aber was dein Bauchweh angeht, mit Haferbrei ist das schnell wieder weg, bestimmt. Ich habe aber gar nicht deshalb Bauchweh. Nicht? Warum denn dann? Weil mein Papa deine Zeitung geklaut hat. Das ist... Im Namen des Gesetzes, gebt mir auf der Stelle meine Zeitung zurück. Die Zeitung hat Ede selbst gekauft, das ist unsere. Aber Ture hat gerade gesagt... Er hat gelogen. Was? Ja, dieser Junge lügt einfach immer zu. Ich lüge nicht. Natürlich nicht. Das macht man ja auch nicht. Ich meinte nur, dass du dir einen Jux erlaubt hast. Naja, dieser Junge, der hackt einfach immer zu was aus. Mama. Ich war Ture, hast du dir einen Jux mit mir erlaubt? Nein, habe ich nicht. Also, sowas. Ehrenwort. Na, habt ihr das gehört? Oh, jetzt hat er es schon wieder gemacht. Paul Eisig schaut von einem zum anderen. Er weiß nicht so richtig, wie das ist, wenn jemand einen Jux macht. Aber er will auch nicht, dass die von Stibitz ihn für dumm halten. Das war ein lustiger Jux. Das machst du aber nicht nochmal mit mir, Ture. Wir sind doch Kumpels, oder? Und meine Zeitung, lieber Nachbar, kannst du haben, wenn du willst. Oh, das ist aber nett. Ja. Aber ich will meine eigene Zeitung, nicht deine. Tschüss. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Naja, das ist ja wohl voll in die Hose gegangen. Was? Na, mit dem Lügen. Also da musst du noch ganz schön üben, Ture. Und was ist, wenn Paul Eisig jetzt den ganzen Tag traurig ist? Hättest du von Anfang an ordentlich gelogen, dann hätte er gar keinen Grund, traurig zu sein. Ja. Das ist nämlich der Trick am Lügen. Wenn man gut lügt und dabei nicht immer zu Bauchweh und feuchte Augen bekommt, dann kann nichts Schlimmes passieren. Aber es ist doch seine Zeitung. Ja, und jetzt ist es halt unsere. Ist doch besser. Stimmt's, Ede? 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 Ede! Was? Darf ich mal sehen, was du da liest? Hey, gib das wieder her! Danke. Hey, das ist mein Butterbrot. Und das war meine Limo. Das gibt's doch nicht. Papa Ede. Also... Sag mal, Kinder, was würdet ihr davon halten, euch ausnahmsweise heute Abend mal selbst ins Bett zu bringen? Nein, danke. Ich find's schöner, wenn du das machst und Papa noch eine Geschichte vorliest. Ture kann doch die Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, hm? Ich will aber nicht, dass Ture liest. Der liest doof. Selber doof. Ich will einen Erwachsenen. Ture ist fast erwachsen. Genau, Ture, streck dich doch mal. Ja, da siehst du's, Ella, dein Bruder ist schon groß. Ich bin 10. Ja? Und er hat kein bisschen Angst im Dunkeln. Hat er wohl. Er muss zum Schlafen immer das Licht anlassen. Okay. Ihr dürft Eis zum Abendbrot essen. Ha. Und ihr könnt euch vor dem Zähneputzen drücken. Ja. Echt? Morgen früh auch. Ella, das ist Erpressung. Also abgemacht. Dürfen wir dann vielleicht auch noch ein bisschen länger aufbleiben? Aber klar. Ture, du bist doch schon so groß. Da könnt ihr natürlich noch ein bisschen länger wach bleiben. Hm? Klar wie Kloßbrühe. Aber wieso eigentlich? Mama Fia und Papa Ede schauen sich kurz an. Hier. Und?
Sicherheitskonferenz in Dublin. Was heißt Dublin, du Dummi? Bin gar kein Dummi, du... Hört auf, ihr zwei! Aber Tora hat... Da wollt ihr hin? Nach Dublin? Quatsch! Hier, da links, da steht's ganz groß. Diamantenausstellung. Kommen Sie und bewundern Sie den berühmten Golddiamanten. An diesem Wochenende präsentieren wir den Golddiamanten von der Goldküste im Goldzimmer der großen Diamantenausstellung in der königlichen Hauptstadt. Ganz schön viel Gold. Das hast du gut erkannt, meine Kleine. Aber das ist noch lange nicht alles. Gib mal her, Tore. Hört mal, was hier noch steht. Ja, Achtung. Wir laden alle Gäste, die sich ein Goldticket gekauft haben, zu einem eleganten Abendessen ein und bieten ihnen die Gelegenheit, einen Blick auf diese Schönheit zu werfen. Wow. Aus nächster Nähe. Krass. Wir freuen uns auf Sie. K.A.Rat, Museumsdirektor. Trifft sich das. Wir freuen uns auch auf ihn. Das kannst du laut sagen. Aber das ist erst morgen. Naja. Wir wollen halt heute schon mal schauen, ob es sich überhaupt lohnt, so ein Einladungsding zu kaufen. Eben. Wieso sollten wir uns eins kaufen, wenn wir gar nicht wissen, wie groß der Diamant ist? Da will ich auch hin. Ja, aber Schätzchen, das ist doch nichts für Kinder. Nein. Wieso denn nicht? Na, da liegt einfach ein Stein rum und glitzert ein bisschen vor sich hin. Kauft ihr euch dann so ein Goldticket? Na klar, wenn es sich lohnt. Mama und Papa kaufen doch nie was. Doch, diesmal schon. Ella sieht, wie Mamafia zwei Finger hinter dem Rücken kreuzt. Tore bemerkt nichts davon, denn er hat seine Nase immer noch in die Zeitung gesteckt. Schaut mal, da steht noch was. Ach, das ist viel zu klein gedruckt. Man muss immer aufs Kleingedruckte achten, das hat unsere Lehrerin gesagt. Hier steht, Achtung, schauen ist erlaubt, aber anfassen ist streng verboten. Wer versucht, den Golddiamanten zu klauen, der wird es bereuen. Das wollt ihr doch nicht, oder? Quatsch. Ach, wie kommst du denn darauf? Versprochen? Klar. Hoch und heilig. Mamafia versteckt schon wieder rasch eine Hand hinter dem Rücken. Wir wollen nur ein bisschen gucken. Eben. Nix anfassen. Nur gucken. Hier, hört mal den Rucksack auf. Wir brauchen eine Zange. Die Pfeile natürlich. Unsere falschen Werte, die Sonnenbrillen. Hm. Ich finde, die steht dir so gut. So wie dir der Bart. Dann noch ein kleines Bündel Dynamit. Vorsichtig. Und hast du meinen Kuhfuß gesehen? Zuletzt war er unter Eddas Bett. Die Kleine macht mir Freude. Den müssen wir ihr gleich noch stibitzen. Ja. So, und schon haben wir alles, was man braucht, um eine Diamantenausstellung zu besuchen. Wann ist denn endlich dieser Tag rum? Ah, du sagst es. Dabei habe ich heute schon die ganze Garage aufgeräumt und alles neu sortiert. Auch die 14 niegelnagelneuen Fernseher? Ja, die stehen jetzt rechts an der Wand. Wo waren sie vorher? Links. Ah. Und jetzt? Ich glaube, jetzt ist es spät genug. Na dann auf, los geht's. Hast du alles eh? Ja. Okay, los. Tschüss, Kinder. Schöne Zeit euch. Eis ist in der Kühltruhe. Und macht keinen Quatsch. Machen wir nicht, versprochen. Ella, du hast die Finger gekreuzt. Hab ich nicht. Wohl. Wir kommen nicht so spät zurück. Und nicht vergessen, Zähneputzen ist heute verboten. Und morgen früh auch, Papa. Klar, ist ausgemacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und du, Schnüffler, pass gut auf, ja? Fangen wir an. Wie meinst du das? Na, was wollen wir zuerst anstellen? Ich spüle ab.
Oma Ture, spülen ist langweilig. Wenn schon. Ich mag's, wenn die Küche aufgeräumt ist. Okay, aber danach machen wir was, worauf ich Lust hab. Einverstanden. Gesagt, getan. Danke. Oh Mann, das ist so langweilig. Mach mal schneller. Mir macht's Spaß. Kannst du nicht auch mal Seife benutzen? Na gut. Nach kurzer Zeit ist die Küche so ordentlich wie schon lange nicht mehr. So, fertig. Sieht aus wie neu. Schön. Ja. Und jetzt gehen wir zum Spielzeugladen. Nee, oder? Doch, ich bin dran. Und du, Schnüffler, bleibst hier und bewachst das Haus. Falls unverschämte Diebe kommen und hier einbrechen wollen. Renn! Schneller! Was hast du gemacht? Weiß nicht. Das blöde Ding ist angegangen, als ich mir die Kiste geschnappt habe. Und was ist da drin? Keine Ahnung. Eine Überraschung. Ich hoffe wenigstens eine schöne. Bestimmt. Komm schnell nach Hause und auspacken. Die geht aber ganz schön schwer auf. Und, was ist drin? Eine Puppe! Hey, Schnüffler, gib mir die Puppe zurück. Eine Puppe? Na toll. Und dafür habe ich Schmiere gestanden. Also ich finde sie schön. Und jetzt bist du wieder dran. Gut, dann gehen wir jetzt ins Bett. Im Ernst? Das ist dein Wunsch, wenn wir mal machen können, was wir wollen? Ich bin müde. Außerdem, hast du eine bessere Idee? Wir könnten zum Beispiel nochmal in den Garten und nachschauen, ob Paul Eisigs Äpfel in diesem Jahr lecker sind. Ich stieb bitte keine Äpfel, schon gar nicht die von unserem Nachbarn. Menno, ich hab aber Hunger. Hey, wir dürfen ja noch Eis essen. Oh ja, Eis. Ich nehme den ganzen Berg voll. Ich auch. Das hier? Nein, hässlicher Einband. Vielleicht das. Als sie das Eis aufgegessen haben, sucht Ella sich ein Buch aus dem großen Bücherregal im Wohnzimmer aus. Das hier. Ja, das ist das Richtige. Aber das hat ja ganz kleine Buchstaben. Und Bilder hat es auch keine. Ich will aber genau das. Na gut, von mir aus. Dann leg dich hin. Hier aufs Sofa? Ja. Und wenn ich einschlafe, trägst du mich dann ins Bett? Na klar. Das will ich sehen. Wird schwierig. Warum? Na, weil du dann schläfst. Okay, gib mir die Decke. Ella zieht die Wolldecke hoch. Nur noch ihre Nase und die beiden dunklen Zöpfe schauen darunter hervor. Ture setzt sich in einen Sessel neben das Sofa. Genau wie ein Erwachsener. Auch die Beine hat er wie ein Erwachsener übereinander geschlagen. Nun lies endlich. Ich versuch's ja. Aber hier stehen so viele schwierige Wörter und komische Namen. Du hast gesagt, ich darf mir ein Buch aussuchen. Also gut, hör zu. Unter dessen hatte Raskolnikow... Lies schneller! ...die Tore des riesigen Anwesens von Swarovski... Lies wie ein Erwachsener! Ich versuch's ja. Also, unterdessen hatte Raskolnikow die Tore... Nun lies doch! Ich will ein Erwachsener! Aber hier ist kein Erwachsener. Jetzt, sofort! Der ist nicht da und jetzt? Der muss da sein. Ich habe vorhin Licht in seiner Küche gesehen. Wer stört denn um die Uhrzeit? Ture, du? Wir dachten schon, sie sind weg. Ivo, ich bin abends immer da. Ich habe mir nur gerade die Zähne geputzt. Das müssen wir halt nicht. Ah, Ella, du bist auch dabei. Na klar. Aber es ist doch schon nach 8. Was macht ihr denn um diese Uhrzeit noch hier draußen? Können Sie Ella eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Ich? Wieso? Wo sind denn eure Eltern? Blumen pflücken. Im Dunkeln. Mhm.
Nachtblumen. Aber Blumen gibt's doch im Frühling oder Sommer. Jetzt ist aber Herbst. Ja klar. Sie wollen Herbstnachtblumen pflücken. Ture? Paul Eisig schaut Ture durchdringend an. Seid ihr euch da ganz sicher? Ja, Na, Logo sind wir das. Die sind besonders schön, diese Herbst-Dingsblumen. Also ein bisschen sicher bin ich. Au! Aua! Ture! Unsere Eltern sind in die königliche Hauptstadt. Blödmann! Zu der großen Diamantenausstellung gefahren. Tut mir leid, aber mein Bauch, der tat. Jetzt ist es jedenfalls weg. Was? Die sind weg? Echt? Okay, das heißt, die Uniform an. Wo ist meine Mütze? Ah, da ist sie. So, sitzt alles gut? Ja. Ich muss los jetzt. Und ihr geht jetzt heim. Tschüss. Tschüss. Und vergesst nicht, die Zähne zu putzen, bevor ihr schlafen geht. Warte mal. Hast du vorhin gesagt, dass ihr heute keine Zähne putzen müsst? Mhm. Und morgen früh auch nicht. Aha. Wo wollen Sie denn so plötzlich hin? In die königliche Hauptstadt. Du auch? Jawohl. Ich bin der Arm des Gesetzes. Und als solcher muss ich dafür sorgen, dass in der Diamantenausstellung keine krummen Dinger gedreht werden. Jetzt muss ich los. Ist höchste Zeit. Tschüss, Kinder. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Aber ich wollte doch eine gute Nachtgeschichte. Spinnst du? Wieso? Weil du dir die Zähne putzt. Ohne Zahnpasta-Geschmack im Mund kann ich nicht schlafen. Du willst schlafen gehen? Na klar. Hast du eine bessere Idee? Ich gehe zu Oma. Oma? Aber die ist doch im Gefängnis. Kittchen oder nicht, ist mir egal. Ich will einen Erwachsenen. Jetzt! Aber es ist dunkel draußen und du kannst nicht den ganzen Weg zum Gefängnis allein gehen. Kann ich wohl. Oh Mann, warte, wir kommen mit. Los, Schnüffler, auf geht's. Noch alle auf. Ich war noch nie so spät draußen. Ist es immer so dunkel? Glaub schon. Die schlafen alle schon. Und wir sollten das auch tun. Aber Oma freut sich bestimmt, wenn wir kommen. Wenn wir zu ihr reinkämen, schon. Ture und Ella stehen vor einer sehr hohen Mauer. Ist es das? Mhm. Sie müssen den Kopf ganz nach hinten legen, um ihr Ende zu sehen. Dort, entlang der ganzen Mauer, kringelt sich dicker Stacheldraht. Und dahinter ist Oma. Mhm. Und wie sollen wir da jetzt rein? Mhm. Da vorne ist ein Tor. Na also, dann klingeln wir mal. Ich glaube nicht, dass das geht. Schau mal, da ist ein Schild. Kannst du mir wenigstens das vorlesen? Gefängnis. Das steht da? Mhm. Aber das weiß doch jedes Kind, dass das ein Gefängnis ist. Lies weiter. Hast du gegen das Gesetz verstoßen? Tritt ein. Wenn nicht, hau ab. Und ja, keine Tricks. Gezeichnet, Anne Knast. Gefängnisleitung. Hört sich ganz schön unfreundlich an. Mhm. Ture sieht sich um. In einem hohen Turm mit einem Zimmer, das wie ein großer Glaskasten aussieht, sitzt eine Wache und leuchtet mit einer Taschenlampe in die Dunkelheit. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ella, komm. Was machst du denn da? Ich hole meine Steinschleuder raus. Bist du bescheuert? Und überhaupt, seit wann hast du eine Steinschleuder? Die habe ich mir neulich im Spielzeugladen ausgeliehen. Ach, hier. Und der hier ist gut. Was hast du denn damit? Halt dir die Ohren zu! Nein, nicht Ella! Stopp! Was zum Teufel? Volltreffer! Spinnst du? Du hast das Fenster da oben getroffen. Genau das war meine Absicht. Wer war das? Ich nicht! Rasch kreuzt Ella zwei Finger hinter dem Rücken.
Das sieht Tore ganz genau, denn Ella steht jetzt mitten im Lichtkegel der Taschenlampe, die von oben auf sie runterscheint. Dann warst du es! Jetzt leuchtet die Taschenlampe direkt auf Tore, der heftig den Kopf schüttelt. Ach ja? Und wieso hält die da eine Steinschleuder in der Hand? Ich bin nicht die da, ich heiße Ella. Ella, bitte sei still. Du bist überführt, junge Dame. Na, warte. Ich komme runter und nehme dich fest. Ella, wir müssen weg. Los, rauf, renn. Zu spät. Hier, bitte, du kannst mich hier am Arm anpacken. Na, du hast Nerven. Auf jetzt, rein mit dir. Von hier aus. Warten Sie, wir kommen mit. Geschafft, ja. Was? Na, wir sind deine Schnauze, Schnüffler. Ja, Schnauze, Köter. Wie redest du denn bitte schön mit meinem Hund? Das darf noch nicht mal Papa, ihn so anzuschnauzen. Oh, Entschuldigung. Oh, Mann. Hier ist das Gefängnis. Sie sprechen mit Frau Anne Knast. Ich habe gerade keine Zeit. Auf Wiederhören. Namen? Ella. Den ganzen Namen? Kriminella. Na, das passt ja. Ist aber jedem zu lang. Und du, blasses Kerlchen? Hast du auch einen Namen? Ture. Ich kann dich nicht hören. Wie ist dein Name? Vorname, Zuname, zack, zack und keine Tricks. Ture. Ich höre dich nicht. Ture von Stibitz. Von Stibitz? Seine haben wir doch schon hier. Ja, genau. Das ist unsere Omi. Na toll. Prima. Dann könnt ihr die jetzt besuchen. Oh nein. Ja! Zwei, drei, fünf, sieben, neun, 13, 19, 25, 27, 30, 30, ja. Puh, 30 Liegestütze. Claudia. Ja, so heiß ich. Claudia von Stibitz, du hast Besuch. Ich? Echt? Hatte ich schon lange nicht mehr. Hallo, Omi. Ella. Na sowas, mein Schätzchen. Oh, und Schnüffler hast du auch mitgebracht. Und Ture. Hallo, Omi. Ihr seid ja alle da. Oh, Herrje, ich freue mich so. Diese junge Dame hier hat dein Fenster kaputt gemacht. Und deswegen bleibt sie heute Nacht hier. Aber das ist ja wunderbar. Darf mein Enkel auch bleiben? Er muss. Er ist schließlich ein Mittäter. Und wie lange bleiben Sie? Eine Nacht. Was? Nur? Naja, eigentlich gehören Kinder nicht hinter Schloss und Riegel. Gemein, wenn ich groß bin, ändere ich das. Ja, mach das. Und jetzt rein mit euch. Schlaft gut und keine Tricks, verstanden? Ja, das haben wir verstanden. Keine Tricks. Natürlich nicht. Och, Kinder. Was für eine Überraschung. Hier, komm, setzt euch zu mir aufs Bett. Kannst du uns was vorlesen, Omi? Aber na klar kann ich das. Du bist die beste Omi der ganzen Welt. Mua! Ja, genau. Ich glaube, für heute habe ich genug vorgelesen. Oh nein, ein Kapitel noch, Omi. Bitte, nur eins. Oh, das hast du bei den letzten fünf auch schon gesagt. Das ist das Letzte, wirklich. Aber Ture und Schnüffler schlafen schon. Und du solltest das jetzt auch tun, hm? Sag mal, wo habt ihr eigentlich Fia und Ede gelassen? Mama und Papa? Ach, die sind in die königliche Hauptstadt gefahren. Mhm. Dort ist eine Diamantenausstellung. Mhm.
Und sie wollen sich den großen und fantastischen Golddiamanten anschauen, bevor sie dann vielleicht ein Ticket kaufen, um ihn sich anzuschauen. Aha. Aber sie haben Tore versprochen, dass sie ihn nicht anfassen, nur schauen. Aha. Ja, sag mal, Ella, was hältst du davon, wenn wir türmen? Nichts. Wir sind doch gerade erst gekommen. Und ich find's ganz spannend hier bei dir. Wenn ich meinen Freundinnen erzähle, dass ich im Gefängnis war, werden die bestimmt große Augen machen. Ja, aber das kannst du ihnen doch trotzdem erzählen. Immerhin warst du ja ein ganzes Weilchen hier. Aber ich finde, es ist jetzt Zeit zu gehen. Na gut. Und was machen wir mit Tore und Schnüffler? Sollen wir dich hier lassen, bis wir wiederkommen? Na, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ihr wollt was? Oma, wie soll das denn gehen? Die Türen sind doch alle von außen abgeschlossen. Ganz einfach. Mit dem Dietrich hier, der knackt auch die dicksten Gefängnistüren. Aber das ist verboten. Woher hast du den denn? Der war in meinem letzten Geburtstagskuchen drin, den mir deine Mama gebacken hat. Hätten wir fast einen Zahn dran ausgebissen. Oh ja, kenne ich. Ja. Ja, und dann habe ich lange darauf gewartet, ihn einzusetzen. Nu ist es endlich soweit. Kommt, aber ihr müsst leise sein, ha? Hier schleichen die ganze Zeit die Wachen rum. Zum Glück habe ich ja die hier. Was ist denn da drin? Leckere Kekse. Echt? Zeig. Mit rosa Zuckerrand. Darf ich? Fuck, weg. Die sind nur für die Wachen. Wenn die einen davon essen, dann werden sie ganz lieb. Und jetzt, pst! Die Luft ist rein. Wartet kurz hier. Warum? Na, wir nehmen Schummel-Lisa mit. Omi, lass uns bitte nicht alleine. Keine Angst. Ihr seid hier bestens bewacht. Ich bin gleich wieder da. Das ist alles deine Schuld. Was? Dass wir im Gefängnis sind. Und jetzt ist Oma auch noch weg. Da kann ich doch nichts für. Was ist denn hier los? Wer seid ihr? Und wieso ist die Zellentür offen? Türmt hier etwa jemand? Wachen! Claudia türmt! Claudia von Stibitz ist auf der Flucht! Ist sie gar nicht! Da sehe ich aber was anderes, du kleine Göre. Ausbruch! Hallo! Meine Nachbarin will türmen! Wer? Wo? Wie? Was? Ausbruch! Was ist denn hier los? Jetzt davon. Oh nein, Ture, mach was. Aber ich weiß doch auch nicht. Ah, ja, gib mir die Dose. So, euch zwei kenne ich doch. Und wieso steht ihr außerhalb der Zelle? Möchten Sie vielleicht einen leckeren Keks? Was, ich? Ja. Das ist aber nett. Dankeschön. Sind da Rosinen drin? Ich glaube nicht. Naja, eigentlich habe ich ja schon Zähne geputzt. Was? Im Dienst? Das melde ich sofort. Naja, was soll's. Einer ist ja bekanntlich keiner. Darf ich? Natürlich, greif zu. Oh. Oh, die sind aber wirklich äußerst köstlich. Was ist denn mit dem los? Ich glaub's nicht. Oma hat Schlafmittel in die Kekse getan. Tatsächlich. Die Wache liegt jetzt auf dem Boden, zusammengerollt wie ein Kätzchen und lächelt. Schnell rennt Ture in die Zelle und holt Omas Bettzeug. Er schiebt dem Wachmann ein Kissen unter den Kopf und deckt ihn vorsichtig zu. Gute Nacht. Na, das ging ja glatter als gedacht. Also, wenn ich gewusst hätte, wie leicht das Ausbrechen ist, dann wäre ich schon viel früher getürmt. Ich auch. Kinder, das ist Schummel-Lisa. Guten Abend. Ist der immer so höflich? Na klar, ist doch mein Enkel. Und das ist Ella, seine Schwester. Tachchen. Schnurzenschnüffler. Sag mal, Omi, wo willst du denn jetzt hin? Na, in die königliche Hauptstadt. Jetzt?
aber es fährt kein Bus mehr. Ja, kein Problem. Dann organisieren wir uns ein Fluchtfahrzeug. Oh, nee. Nicht auch das noch. Oh, ja. Wir können mein Auto nehmen. Ich hatte es ja irgendwo geparkt, als sie mich ins Kittchen gesteckt haben. Da hinten steht's ja. Liegen ganz schön viele Blätter drauf. Ja, steht ja auch schon eine Weile. Aber ich habe keinen Schlüssel dabei. Mist! Wer braucht schon einen Schlüssel, wenn er mit Claudia von Stibitz unterwegs ist? Na, komm mal her. Na, warte mal hier. Komm. Bitte schön, einsteigen die Herrschaften. Und wie willst du den Motor ohne Schlüssel anbekommen? Ach, Tore, lass das mal meine Sorge sein. Siehste, geht doch. Also, Kinder, macht's euch hinten schön gemütlich. Komm, Schnüffler, du auch. Und ab die Post. Was? Wir sind da. Wo? Na, bei der Diamantenausstellung, Dummerchen. Draußen vor dem Museum schleicht eine großgewachsene Gestalt herum und spioniert. Sie trägt eine blaue Uniform, eine Polizeimütze auf dem Kopf und einen weißen Schulterriemen schräg über der Brust. Das ist doch Paul Eisig. Was macht der denn hier? Alle vier starren geduckt aus dem Auto. Nur Schummel-Lisa hat den Kopf hoch erhoben. Ihre Augen strahlen wie Golddiamanten. Was guckst du denn so glitzernd? Der ist ja süß. Schau doch mal, wie niedlich er schleicht. Süß. Ständig taucht dieser Blödmann irgendwo auf und steckt seine Nase in Dinge, die ihn überhaupt nichts angehen. Apropos, was macht er gerade? Er hat ein großes Loch in der Mauer entdeckt. Sieht aus, als hätte da jemand mit einem kleinen Bündel Dynamit hantiert. Was? Bleib unten. Schnauze, Schnüffler. Oh nein, Schnüffler. Paul Eisig schaut auf. Genau als Schnüffler sich mit den Pfoten gegen die Scheibe drückt. Schnüffler. Schnauze. Zu spät. Schon kommt Paul Eisig auf das Auto zu. Hundelein, was machst Mann, du Mann. Denn hier? Schummel-Lisa, gib mir die Dose rasch und kurbel dein Fenster runter. Hier, Omi. Ella reicht ihre Steinschleuder nach vorn. Damit geht's noch besser. Danke. Spinnt ihr? Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Die Ganoven-Omi legt einen ihrer besonderen Kekse in die Schleuder. Paul Eisig ist jetzt nur noch wenige Meter vom Auto entfernt. Sie kneift ein Auge zusammen, spannt den Gummi, zielt. 3, 2, 1 und schießt. Was denn? Falltreffer! Lecker. Tatsächlich. Der Keks landet genau in Paul Eisigs offenem Mund. Oh nein! Der schläft erstmal. Süß, wie er so da liegt. Wenn du willst, kannst du ihr Händchen halten. Ich hol so lange den Diamanten. Nee, komm schon mit. Warte, Omi, ich komm auch mit. Ich will hier auch nicht alleine bleiben. Bevor sie alle durch das Loch in der Wand steigen, holt Ture noch rasch eine Decke aus dem Auto. Schlafen Sie gut. Und deckt Paul Eisig damit zu. Hey, wartet auf mich! Dass wir uns den Weg ausschildern. Mhm. Also hier die Treppe hoch, aber seid leise. Ja.
Oma geht vorweg. Hinter ihr kommt Schummel-Lisa, gefolgt von Ture, Ella und Schnüffler. Ganz oben ist eine Tür. Vorsichtig legt Oma eine Hand auf die Klinke. Bevor sie aufmacht, dreht sie sich zu Schummel-Lisa um. Wir machen halbe-halbe, okay? Na klar. Aber Ture sieht, dass Oma eine Hand hinter dem Rücken hat. Und da Ture hinter Schummel-Lisa geht, sieht er auch ihre Hand. Die Finger sind gekreuzt. In der Mitte des Goldzimmers steht eine Vitrine. Darin liegt der Golddiamant auf einem großen roten Samtkissen. Oh, hat man sowas schon mal gesehen? Es ist der größte Diamant, den Ture je gesehen hat. Und obwohl keine einzige Lampe im Raum brennt, ist es trotzdem hell. Der strahlt ja wie ich an Weihnachten. Dann schnappen wir uns. Wer als letzter beim Diamanten ist, ist ein Polizist. Halt! Was? Wieso? Da ist nur jemand im Raum. Ich spüre das. Tatsächlich. Um die Ecke stehen zwei Menschen dicht an die Wand gedrückt. Beide haben einen Bart und Sonnenbrillen auf. Einer von beiden hebt gerade seinen Kuhfuß und tritt in den Raum. Ture erkennt den Bart sofort. Gerade als die Figur auf die Vitrine einschlagen will, springt Ture nach vorn. Die Polizei kommt! Papa Ede stoppt, ja, mitten in der Bewegung. Was war das? Die Polizei kommt! Ture? Die Polizei! Sie Ture. Kommt! Was? Oh, das war knapp. Oh. Danke, Ture, dass du uns gewarnt hast. Ja. Komm, lass dich drücken. Aber ich hab. Du bist wahrlich ein tüchtiger Junge. Mein Ture. Danke, aber ich hab doch. Sag mal, hat jemand Schummel-Lisa gesehen? Oh nein, hoffentlich hat die Polizei sie nicht geschnappt. Oh, das hat sie bestimmt nicht. Woher willst du das denn wissen? Weil sie da vorne kommt. Lisa, hier sind wir. Schnell weg! Wir sind mindestens... Na, los, Galli! Lasst uns abbauen! Fuchtelnd rennt sie auf den Fluchtwagen zu. Was ist denn das jetzt? Aber plötzlich bleibt sie neben dem schlafenden Paul Eisig stehen. Mein Hübscher, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Nur jetzt muss ich leider dringend los. Claudia, was ist mit dir? Na, ich komm mit. Tschüss, meine Goldkinder. Und Ture, ich bin sehr stolz auf dich, dass du uns vor der Polizei gewarnt hast. Aus dir wird doch noch ein richtiger Dieb. Tschüssi, Oma. Tschüss. Tschüss. Der kommt. Wir sollten auch nach Hause fahren. Ja, bevor Paul Eisig wach wird. Du, Ture, wo genau hast du eigentlich die ganzen Polizisten gesehen? Die hab ich. Na, komm auf meinen Arm, Großer. Und weinst du nicht etwa? Das war sicherlich alles ein bisschen viel für dich, hm? Nein, also doch, ja, aber das ist es nicht. Sondern? Was hast du gesagt? Ich habe gelogen. Du? Ja, ich habe gelogen. Das heißt... Das heißt doch nicht. Das heißt doch nicht etwa das. Doch, genau das heißt es. Da war keine Polizei. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, tut mir leid. Das glaube ich jetzt nicht. Was ist daran so lustig, Mama? Lustig? Nichts, aber es ist genial. Mein kleiner Sohn hat endlich lügen gelernt. Stimmt, Ture hat gelogen. Ja, Ture hat gelogen. Na, du bist mir wahrlich ein tüchtiger Junge. Ich wusste, dass du das irgendwann kannst. Und ihr seid nicht sauer. Daimo, wieso sollten wir?
Naja, wegen des Diamanten vielleicht. Der. Ja, der war, naja, ein Diamant halt. Kommt, wir gehen heim. Und was ist mit Paul Eisig? Den packen wir ins Auto. Hilf mir mal, Tore. Ja. Ist der schwer! Drück ihn bitte ganz vorsichtig in den Kofferraum. Ja, Achtung. Gesagt, getan. Ja. Paul Eisig schnarcht selig weiter. So, jetzt mal alle mal einsteigen. Wenn du willst, darfst du auf meinem Schoß mitfahren, Tore. Oh ja. Mein tüchtiger Junge. Ich bin so stolz auf dich. Oh ja. Jetzt ist Tore auch ein richtiger von Stibitz. Ich weiß aber nicht, ob ich das nochmal kann. Und richtig. Schon am nächsten Morgen, als Paul Eisig auftaucht... Im Namen des Gesetzes, wo ist meine Zeitung? ...geht Ture wie immer zur Tür, öffnet und zeigt auf Papa Ede. Die hat er! Mehr hört man von Papa Ede hinter der Zeitung nicht. Denn er hat gerade einen höchst interessanten Artikel entdeckt. Darin steht, dass jemand mit einem kleinen Bündel Dynamit ein Loch in die Wand der Diamantenausstellung gesprengt hat... Und dass der Golddiamant spurlos verschwunden ist. Was? Das muss ich erst mal lesen. Ich bring dir die Zeitung später rüber. Na gut, dann gehe ich wieder. Ist ohnehin ein komischer Morgen. Ich dachte nämlich, ich sei in die Hauptstadt gefahren, um den Diamanten zu bewachen. Aber das ist wohl nur ein Traum gewesen, denn heute Morgen lag ich in meinem Bett. Hatte bloß gestern Abend vergessen, die Schuhe auszuziehen. Das passiert mir nie. Das war kein Traum. Nicht? Nein. Oma hat ihnen einen Keks in den Mund geschossen, von dem man müde wird. Mit Ellas Steinschleuder. Ja, sicher. Der ist gut. Ja, Tore, der ist sehr gut. Ja, das war schon wieder eine von deinen Juxereien, stimmt's? Aber... Du bist mir wirklich ein Spaßvogel, du kleiner Frechdachs. Ja, das ist unser kleiner Ture. Und jetzt auf Wiedersehen, Herr Nachbar. Genau. Tschüssi. Tage später klopft es morgens bei Familie von Stibitz. Wer kann das sein? Paul Eisig bestimmt nicht. Der würde im Namen des Gesetzes aufmachen und her mit der Zeitung schreien. Türe, Ture! Mach bitte mal auf. Oh, Sie sind es ja doch. Falls Sie Ihre Zeitung suchen, die ist hier. Ach was, die interessiert mich gar nicht. Sondern? Was soll ich sagen? Ich glaube, ich bin verliebt. Echt? Schön. In wen denn? Tja, das ist es ja. Ich weiß nicht genau, wer sie ist, aber sie heißt Lisa. Und sie hat eine sehr schöne Handschrift. Ja, sie hat mir geschrieben. Hier. Lieber hübscher Paul Eisig, hier bekommst du etwas von mir, das genauso schön funkelt wie deine hellblauen Augen. 1000 Küsse von deiner ewigen Bewunderin Lisa. Schummel Lisa? Ein Geschenk war auch dabei. Diese Kette hier ist eigentlich eine ganz normale Kette, aber schau mal, was da dran hängt. Sieht mir aus wie ein Edelstein, vielleicht sogar ein Diamant. Ist der groß. Tja. Es ist der größte Diamant, den Ture je gesehen hat. Aber er sieht ihn ja nicht zum ersten Mal. Damals hat er auch von selbst geleuchtet. Ist der nicht toll? Ja, sehr schön. Glaubst du, dass er sehr teuer war? Denke schon. Aber sie hat ihn ganz bestimmt nicht geklaut. Wieso geklaut? Ach, nur so. Ture schaut so unschuldig er kann... Und kreuzt dabei unauffällig die Finger hinter dem Rücken. Schnauze, Schnüffler, und Tür zu! Auf Wiedersehen, Paul Eisig. Bis bald mal wieder. Ja, bis bald. Und freut mich, dass dir mein Geschenk auch gefällt. Das tut es. Sehr sogar. Tschüssi! Auf Wiedersehen! Was wollte der denn? Ach, nix. Er hat mir nur den Diamanten gezeigt, den Schummel Lisa ihm geschickt hat. Also, Ture, unter uns kannst du deine Juxereien wirklich sein lassen.
Aber das ist keine Juxerei, Papa. Der Diamant ist so groß und leuchtet genauso hell wie in der Ausstellung. Nur, dass er jetzt an einer Kette hängt. Ja. Unser Tura, der kann jetzt endlich lügen. Familie von Stibitz und die Ganoven-Omi von Anders Sparring und Per Gustafsson. Aus dem Schwedischen von Friederike Buchinger. Hörspielbearbeitung Sandra Kunstmann. Es spielten Ture Ben Kulins, Ella Leni Kramer, Mamafia Lou Strenger, Ede Moritz Fürmann, Paul Eisig Jochen Malmsheimer, Omi Doris Plenert, Wache Ralf Drechsler, Anne Knast, Ruth Schiffer, Olli Petze, Dagmar Sachse, Schummel Lisa, Ruth Schiefenbusch, Erzählerin Annette Frier und Schnüffler. Musik Jochen Schäfter, technische Realisation Gertrud Glosemeier und Jeanette Wirz-Fabian, Regieassistenz Eva Schwert, Regie Thomas Leutzbach, Dramaturgie Ulla Illerhaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.